Alter. So schaut es dann im unteren Teil aus. Servus und grüß euch bei dem neuen Video. Seht ihr, heute bin ich wieder mit dem Patrick unterwegs. Das Gipfelkreuz hinter uns ist das Gipfelkreuz vom Emmauer Halt. Und da unten, wo gerade die Kollegen runterkreien, sind wir aufgekreuzt. Und es war schon ein wenig grantig, das Ganze. Aber schön steil. Schön steil, also bleibt's dran. Wir sind gerade an der Wochenbrunneralm gestartet und jetzt geht es erstmal schneefrei dahin zur Grottenhütte auf. So schaut das am 2. März aus. Ja, und im Wald ist eher gemischt. Mal ein bisschen Schnee, mal wieder kein Schnee. Und allgemein ist relativ warm gerade. Ja, unschwierig alles bisher. So, ich glaube an der Stelle kann man gleich mal wieder sagen, es ist den ersten Daumen wert. Schaut es euch an. Schon schön. Und die andere Seite. Und es geht gemischt weiter dahin. Wir sind die erste halbe Stunde unterwegs. Ein bisschen über 300 Höhenmeter gemacht. Ja. Oben brennt halt schon sauber die Sonne rein. Schauen wir mal. So, wer hat jetzt da die Sauna angemacht eigentlich? Spinnst du? Also, da brennt es gerade sauber her. Eine Stunde und gute 620 Höhenmeter sind wir in der Grottenhütte, die seht ihr gerade. Und trotzdem, dass wir so spät dran sind, ist alles bockgeil hart. Der Rückblick auf unsere Aufstiegsrouten, sauberes Panorama am Kreuz und vom Patrick seht ihr das Tagesziel zum Greifen nach. So, wir nähern uns dem steilen Aufschwung. Praktisch bisher ist es immer noch so, dass der Schnee relativ hart ist. Und jetzt müssen wir uns anschauen, was ein bisschen zum Aufpassen ist, dass halt oben schon die Sonne so einbrennt und das Ganze so schon sauber steil ist. Müssen wir ein wenig aufpassen. Also heute wieder Traumwetter haben wir erwischt. Seht ihr ja beim Patrick. Steigeisen O. Der Helm ist drum und für uns geht es jetzt da direkt auf. Straight. Ja, die ersten Meter schon recht wach alles. Aber es ist, geht gerade noch. Wir werden es mal schauen, wie es dann weiter oben ausschaut. Im oberen Teil ist jetzt ein wenig fester, wir sind gerade ein bisschen optimistisch. Unten war es eine brutale Sulzparty und ja, wenn es so einigermaßen wach weiterhin bleibt, dann können wir es weitergehen. So, der Patrick in der Steilstufen drin. Jetzt haben wir dann gleich am engsten Punkt und hier oben hat sich das Ganze mit dem Schnee ein wenig gebessert. Ah ja, unsere Freunde, die Skitouren gehen. Hauen uns einen Scheißdreck runter. Aber ja, irgendjemand hat immer gesagt, steil ist geil, gell? Recht hat er gehabt, wir kriegt er. Genau. So, genau, da seht ihr. Sind wir auf die rote Scharte. Die ist da ums Eck rum. Und
ja, im Sommer da oben der Stangensteig durchgehe und da wo die drei jetzt sie in der Sonne ablagen, geht es jetzt auf. Die sind aber nicht warm gelaufen, aber die sind ja die Skier auf. Und steil zirkt es auf. Und jetzt geht's sauber steil dahin. Ja, und so schaut das Ganze mittendrin aus. Hinter mir die Fraktion, die vor uns schön die Spur einhaut. Schön steil. Ich nicht rüber, wie steil es ist, dafür aber bestimmt, wie geil es ist. Alles gut. Aber was für ein Panorama, ha? Sensationell. Schöne Wächten. Schöne Wächten, ja. Und da oben geht es dann in den Klettersteig rein. So, nochmal das Stück, was wir aufgekreuzt haben, im Rückblick. Und da geht es jetzt weiter dem Klettersteig folgend. Bis daher waren wir 2,5 Stunden unterwegs und haben 1000 Höhenmeter gemacht. Ja, jetzt schauen wir mal. So, und jetzt sind wir praktisch um das Eck herum. Und ja, da geht es jetzt seilversichert. Schaut brutal abblasen aus. Auf. Da siehst du schon die Wand. Ach, da ist ein Griff. Nein. Ja, und da ist auch ein dritter, oder? Da unten. So, genau, da ist das Stücke. Links geht es zur Lorta und im Sommer ist das die schönere Variante, ein bisschen mehr ausgesetzte. Seht ihr, so steil ging es auf. Jetzt haben wir es aber dann eigentlich gleich mit dem grantigen Gelände. Und an der Stelle, für alle die, die keine Mitgliedschaft noch nicht kennen, schaut mal vorbei. Da kennt dieses Video und alle anderen Videos, die erscheinen im Vorabsängen und seht ja ohne Werbung. Und wir müssen jetzt da rein, wo die Sterne geschmissen werden. Oder eher das, der Schnee. Ja, über den Reiter. Schmeiß da Reiter. Da hat es das Zeug runter.
schaut das dann noch aus. Eigentlich gibt es da Lotter, bloß im Winter nicht. Alter! So, mittlerweile sind wir auf 2259, es geht weiter steil. Hinter mir der Rennen, wo wir rausgekommen sind, und brutales Panorama. So schaut das da aus. Da haben wir schon das Gipfelkreuz. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank, gell? Irgendwann hat der Spaß ein Ende. Das Ganze nochmal ein Rückblick, das Stück. Brutal schaut's aus. Da sind wir, das ist zumindest das, was man sieht, von der Baumstube hinten. Und die letzten Meter zum Gipfel. So schön. Hat sich schon wieder gelohnt, alles. Ja, Seilversicherung, das letzte Stückchen, brutale Geschichte. So, die Herren, Bergheil, sauber, klopfen wir mal ab.
So, merci. Merci. Der Keil. Merci. Der Keil. Merci fürs Spuren. Gerne. Saugeil. Der Keil. Ich hab das ja richtig gemacht, ne? Ja, natürlich, klar, wenn schon gescheit. So, genau, der Aufweh haben wir jetzt 3 Stunden und 11 Minuten reine Gehzeit gebraucht und haben 1200 Höhenmeter gemacht. Ich schreibe es ein. Brutales Panorama haben wir. Schaut euch das mal an. Schon schön. Jetzt ein wenig Aufweh. Dann nochmal die Herrschaften, die so schön gespurt haben, gerade im Abstieg, wenn es dann für uns auch runter geht. Genau, und wir gönnen uns erstmal Pausen und dann machen wir uns auch wieder gemütlich am Abstieg. 2-3 Stellen haben wir, die sind ein bisschen heikel, aber das werden wir schon hinkriegen. So, Patrick. Ja, geil, zum Wohl. Zum Wohl, seid ihr dabei? Zirbel oder Hai? Schauen wir mal, was er dabei hat. Ja, genau. Der linke, der hechste von den. Ja. Ja. Der gute Heuschnaps. Der gute Heuschnaps. Ja. So, noch mal Pausen. Und trotz des schönen Wetters, es wird ein wenig kalt, steigen wir jetzt ab. Die Aufstiegsroute zeige ich noch ein paar Impressionen und dann gibt es die Zusammenfassung am Auto. Es geht gut. So, da haben wir jetzt das ein wenig ausgesetzte Stücke. Immer noch Obacht geben, schön langsam durch. Genau, das Stück ist schon abgestiegen. Der Patrick quert da um. Da vorne ist also eine rein gefühlt ausgesetzte Stelle. Das ist schon ausgesetzt. Haben wir einen brutalen Tiefblick und dann sind wir schon wieder in der Rinn drin. Leider nicht, kommt nicht rüber, wie steil es wirklich ist. Hier drin, da drin der Aufstieg. Da wo er jetzt ist, war es ein bisschen pulverig. Danach ist er wieder fest worden. Und jetzt war ungefähr die Hälfte vom Abstieg bis zum Skidepot. Und ab dem Skidepot haben wir dann eigentlich die Schwierigkeiten geschafft. Da bleibt dann nur noch der Genussteil, vielleicht auf dem Hintern runter zu rutschen, aber jetzt müssen wir uns erst mal konzentrieren. Dann geht's dann nämlich weiter runter. So, das bleibt noch. Sauber, steiles, brutal. So, da ging es aus der Rinne raus. Und hier geht es jetzt nochmal steil runter. Und dann sind wir eh schon ums Eck rum. Und da geht es dann wieder die Aufstiegsrinne runter. Genau, und so schaut das dann im unteren Teil aus. Mittlerweile sind wir schon 140 Höhenmeter abgestiegen. Und jetzt geht es dann noch die steile Rinne runter. Letzte Stück vom Klettersteig. Kommt da runter. Mittlerweile hat es ein bisschen zugezogen. Aber es ist immer noch frühsommerlich fast schon. So, da seht ihr mal das Stück von oben. Mei, steil. Jetzt haben wir runtergereiht.
steht am Weg. Ja, eh, haben wir einen Helm auf, oder? Wir haben einen Helm auf. Vielleicht geht's kurz aus der Hauptrunde raus, dann kann ich auch noch vorbeifahren. Ja, ja. So, nochmal das ganze Spektakel im Rückblick. Und da sind wir wieder. Bis daher, reine Gehzeit 4 Stunden. Und wir sind schon wieder ca. 250 Höhenmeter abgestiegen. Ein bisschen mehr, ich schaue es unten rein. Und das bleibt jetzt noch. Da freuen wir uns schon. Schon geil. Ging es relativ unschwer runter. Und jetzt schaut euch das mal an. Hier ist wieder, wer immer noch keinen Daumen da gelassen hat, jetzt einen Daumen. Und da unten sieht man schon die Gruppenhütte. Und jetzt haben wir eigentlich noch so 100 Höhenmeter, dann stehen wir unten. So, nochmal Rückblick. Das war jetzt eine saubere Plagerei. Also ganz unschön, ultra sulzig. Jetzt sind wir wieder beim Thema, das müssen wir wollen. Wir müssen jetzt da noch umqueren und zur Grottenhütte runter und dann sind wir eigentlich aus dem wildesten Schneetreiben aus. Patrick steht mitten im Hang und kämpft noch. Also Sonne brennt her, seht ihr, für den T-Shirt unterwegs. Das ist echt sowas von fies warm, das Ganze. Und ja, jetzt schauen wir mal, hoffen noch, dass der Schnee hier noch ein bisschen uns tragt. Bis daher waren wir jetzt 4 Stunden und 11 Minuten unterwegs. Also wir haben genau 11 Minuten für den Abstieg dahinter mir gebraucht. Seht ihr nochmal. Also das letzte Sticky da, das war jetzt alles andere als ein Spaß. So sulzig, du brichst eigentlich bei jedem Schritt ein. Der Patrick ist noch da hinten. Und jetzt ziehen wir jetzt erstmal die Steigeisen aus. Das war wirklich kein Spaß. Ja, 5 Stunden waren wir jetzt unterwegs und da sind wir an der Wochenbrunnenalm. Und entsprechend geht es da auch furchtbar ab. Seht ihr, wir sind am Auto da. Jetzt kommt die Zusammenfassung der Tour. Brutal war's. Steil war es, geil war es, super brutal. Voll schön im Winter. Und unten ist Frühling. Hier brennt es sehr wie irgendwas. Na, man muss sagen, wir waren schon kurz davor in der. Also roten Rinnenschatten. Genau. Auf halber Strecke zu sagen, lassen wir es. Weil es so sulzig war, haben sie dann zum Glück auch mit Motivation nochmal von den drei Herrschaften, Grüße gehen raus, weiter versucht und oben ging es dann echt gut. Es war zwar auch immer besser geworden. Ja, man hat es wollen müssen auf jeden Fall, aber es ist deutlich besser geworden vom Einsinken her und vom Schneedecke war deutlich stabiler. Ja, also die oben halt war traumhaft, ja, schön. Halt hoch zum Klettersteig, recht steile Rim gewesen, also zum Obacht geben und dann auch durch den Klettersteig schon immer wieder mit dem Schnee auch zum Obacht geben und eben der Ausstieg, da wo im Sommer eigentlich die Leiter ist, auch nochmal echt mit dem Pulver schon eine Geschichte und schon zum Aufpassen. Ja. Dann auch die letzte Querung oben drüber, da wo du halt dann einfach nicht ausrutschen darfst. Na. Genau, zum Obacht geben. Habt ihr alles gesehen? Genau, insgesamt waren es so ca. 1300 Höhenmeter, 10 Kilometer und wir haben 5 Stunden oder ein paar Zerquetsche gebraucht. Ich schreibe es unten rein. Seht ihr, ich habe ein neues Kappe auf. Einfach mal im Merch-Store vorbeischauen. Und ich sag's nochmal, Mitgliedschaft, alle Einnahmen gehen immer an die Bergwacht, da wird gespendet, sobald ein gewisser Betrag voll ist. Und ihr seht Videos vorab und ein Haufen anderes Zeug gibt's. Und ohne Werbung. Und ohne Werbung, genau. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt einen Kommentar. Und für alle die bis dahin durchgehalten haben und mich noch nicht abonniert haben, jetzt Abo-Button drücken. Freut uns und wir sind weg. Servus. Servus.